Hallo, ich bin der Helge und arbeite bei Flam. Und heute würde ich euch gerne unser neuestes Produkt vorstellen. Das ist das PowerFlam Flex. Und ich würde euch gerne zeigen, welche Vorteile und Möglichkeiten euch dieses Gerät bietet. Jetzt würde ich euch gerne mal ein paar Details zum PowerFlam Flex zeigen. Wie ihr seht, ist das Gerät mobil, sehr handlich und somit einfach für mehrere und verschiedene Flugzeuge und Fluggeräte einsetzbar. Im Gerät selber sind alle Antennen integriert für die benötigten Frequenzen und somit habt ihr keinerlei Installationsaufwand. Damit habt ihr ein vollständiges PowerFlam-Gerät mit Flam In and Out und mit der Erkennung und Anzeige von ADS-B, Mode Sierra und Mode Charlie-Verkehr. Und später sogar mit der Option für ADSL. Das Gewicht des Gerätes liegt bei etwa 300 Gramm, inklusive des integrierten Akkus, der in etwa 8 bis 10 Stunden Laufzeit bietet. Auf der Vorderseite seht ihr den altbekannten LED-Kreis und daneben ein hochauflösendes LCD-Display, was eine gute Ablesbarkeit im Cockpit bietet. Die Bedienung findet dann einfach über diesen Drück- und Drehknopf statt. Und auf der Rückseite habt ihr noch zwei Anschlüsse. Das ist einmal USB-C, über das ihr dann zum Beispiel den integrierten Akku nachladen könnt, und ein RJ45-Anschluss, wo ihr zum Beispiel ein zweites externes Display für einen Doppelsitzer anschließen könnt. Unten sieht man dann noch das Batteriefach und zwei Schraubgewinde, wo ihr auch eine Saugnapfhalterung anbringen könnt. Das Gerät hat natürlich auch Wi-Fi und Bluetooth LE-Verbindung, somit könnt ihr auch die Verbindung zu euren Navigations-Apps herstellen. Und es hat auch einen integrierten IGC-Rekorder für bis zu 100 Stunden Aufnahmezeit. Hier sieht man mal, wie es aussieht auf dem PowerFlam Flex, wenn euch ein Verkehr entgegenkommt. Ja, und wie ihr hier sehen könnt, kann man auch wieder das PowerFlam Flex mit der Flam Hub App verbinden. Die gibt es sowohl für iOS als auch für Android. Und in der App könnt ihr dann alle Daten des Geräts abrufen, Einstellungen vornehmen, die Datenbank zum Beispiel überprüfen und natürlich auch Updates vornehmen. Eine Besonderheit möchte ich hier hervorheben. Und zwar hat das PowerFlam Flex Gerät die sogenannte InstaCarb Reichweitenanalyse, die ihr nach dem Flug aufrufen könnt, und aufgrund der empfangenen Flam-Daten könnt ihr dann sehen, wie gut die Einbauposition in eurem Flugzeug war. Ich gehe noch mal kurz auf die Einstellungen und Anzeigen des Geräts ein. Hier auf der linken Seite seht ihr den bereits erwähnten LED-Kreis, der euch anzeigt, aus welcher Richtung der anfliegende Verkehr kommt und welche Entfernung er ungefähr hat. In der Mitte seht ihr das sehr helle LCD-Display, was euch weitere Informationen über den umliegenden Verkehr anzeigt und auch Informationen und Einstellungen des Geräts anzeigen kann. Und die Bedienung findet dann hier mit dem Drück- und Drehknopf statt, mit dem ihr in das Menü kommt und sämtliche Einstellungen vornehmen könnt. Wir werden dann später noch weitere Videos machen, wo wir nochmal detailliert auf die Darstellung und die Einstellung des Geräts eingehen. Zusammenfassend kann man also sagen, dass unser neues PowerFlam Flex ein super Ersatz ist für ein älteres Flam-Gerät oder wenn ihr eine mobile Lösung sucht ohne großen Installationsaufwand. Das Gerät bietet euch ein vollständiges Kollisionswarnsystem mit allen dafür notwendigen Verbindungen. Ja, ich hoffe, euch hat die Vorstellung des Geräts gefallen und ich wünsche euch in diesem Sinne always happy landings.